Ejo Leute, willkommen zum Fragenfreitag. Und heute machen wir was mit Drogen zu tun hat. Ja, heute mache ich den Test, welche Grassorte würde zu mir passen. Also ich nehme keine Drogen, nur mal vorweg. Aber ich würde sagen, wir machen den Test trotzdem mal. Los geht's. Welche Grassorte passt zu dir? Hier steht keine große Einleitung, ihr wolltet sowieso nur das Quiz machen. Ja, ich wusste gar nicht, dass es so viele verschiedene Grassorten anscheinend gibt, aber okay. An einem Freitagabend schaue ich viel Laughing in Las Vegas, trainiere ich für den Marathon, gehe ich feiern, male ich Ölgemälde. Weder noch. Ja. Ich würde mich jetzt mit Freunden treffen, das ist jetzt hier nicht gesagt. Wenn ich mich aber nicht mit Freunden treffe, dann schaue ich irgendeine Serie oder ähnliches. Deswegen schaue ich viel in Laughing in Las Vegas. Was sagen deine Freunde über dich? Socializer Level 9000, hängt ab wie ein Faultier, hey mach mal Ott klar, immer gut klar und cooler Typ. Also ich glaube, dass die meisten drüben, ich sage, hängt ab wie ein Faultier, weil es halt meistens auch stimmt. Muss ich so zugeben. Deswegen höre ich das aus. In der Schule ging ich ab wie geschüttelte Cola. Sätzen 6. Lernte ich für das Leben und nicht für die Schule. Hatte ich immer meine Hausaufgaben gemacht. Ja, Schule war so eine Zeit. Habe ich auch viel fürs Leben gelernt, muss man schon sagen. Und ich glaube, es ist wirklich das, was ich am meisten in der Schule wirklich gelernt habe. Für das Leben. Frage 4. Du in einem Wort. Künstler, Partyking, intellektuell, chillaxed. Da kommen wir wieder zu dem chillaxed. Frage 5. Was spielst du am liebsten? Lego, CSGO, WoW oder LOL? Puzzle ab 1000 Teile. Also, Puzzle, da kriege ich nach 5 Minuten kriege ich die Wut, weil ich es nicht hinkriege. WoW oder LOL habe ich auch nie gespielt, also Online-Spiele habe ich eigentlich nie wirklich gemacht. CSGO, naja, kommt aufs Gleiche drauf raus, ist auch wieder ein Spiel, habe ich also auch nicht wirklich gemacht. Lego, jetzt Lego spielen ist auch nicht mehr so, aber als Kind habe ich es gerne gemacht. Deswegen würde ich jetzt mal Lego auswählen. Welche Musik hörst du? EDM, Metal, Reggae, Jazz? Auch wieder nichts davon. Ich höre normalerweise Hip-Hop oder R&B. Oder natürlich 90er-Musik, wer hätte es gedacht. Ja, von den Arten, die jetzt hier angegeben sind, am ehesten Reggae. Was darf sein, wenn du Munchies hast? Döner und Pizza, Oreos fucking Oreos, Milkshakes, Bio-Kleckebrot. Ich weiß ja nicht, was Munchies sind. Sind das jetzt bestimmte Cannabis-Zigaretten oder was ist das? Weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt einfach nur mal so davon ausgehen sollte, was ich von den vier Sachen hier am liebsten mag, ist es Döner und Pizza. Eindeutig. So, und schon die letzte Frage. Welchen Film magst du am liebsten? Dirty Dancing, Pulp Fiction, Der Pate, alle Teile, Charlie in der Schokoladenfabrik. Ist auch nicht schwer, also Dirty Dancing, nein. Der Pate, alle Teile, okay, Der Pate ist ganz okay. Charlie in der Schokoladenfabrik, ja. Also muss man schon viel Fantasie haben, den gut zu finden, finde ich jetzt. Aber Pulp Fiction ist ganz cool. Deswegen Pulp Fiction. Okay, sehr kurzes Quiz heute wieder, sehe ich gerade. Waren nur 8 Fragen. Cannabis Indica. Typisch für Indica, Steigerung der Wahrnehmung von Geräuschen, Geschmack und Berührung.
passt zu dir, wenn du ruhig, reflexiv und selbstlos bist. Deine Leidenschaft brennt für Musik, Nähe und kulinarische Spezialitäten. Mit dir kann man gut einen ruhigen Abend finden. Würde ich jetzt mal sagen. Also sollte ich mal irgendwann anfangen, Drogen zu nehmen, was man auf gar keinen Fall tun sollte, dann kann er ein bisschen Indica. Okay. So, das war's auch schon mit dem Fragenfreitag. Wie gesagt, ist heute ein bisschen kürzer geworden, waren nur 8 Fragen. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir es mit dem Daumen nach oben. Hier sind nochmal 2 alte Videos von mir eingeblendet. Dann könnt ihr mich hier natürlich wie immer auch kostenlos abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Sehen Sie in den 90ern. Bye bye.